Ein lauer Sommerabend 1976 im Offenburger Akazienweg. Eine Gartenparty, auf der plötzlich eine unheimliche Person auftaucht und die zwei brutale Verbrechen begeht. Auch die ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst hat damals nach dem Täter gesucht. Der Journalist Ralf Döbele ist einer der führenden Experten für diese ZDF-Sendereihe. Er hat sich eingehend mit dem Fall beschäftigt. Der Name Akazienweg jagt jedem, der sich auch nur ansatzweise mit der Geschichte von Aktenzeichen XY befasst hat, einen Schauer über den Rücken. Es handelt sich zweifelsfrei um einen der unheimlichsten Filmbeiträge und um eines der grausamsten Verbrechen, die Eduard Zimmermann jemals in seiner Sendung behandelt hat. Am Abend des 28. August 1976 trifft sich die 17-jährige Renate S. in ihrem Garten mit einigen Freunden aus ihrer Jugendgruppe. Auch ihr Bruder gesellt sich kurzzeitig dazu. Da er den Abend mit Freunden in einer Gaststätte verbringen will, verabschiedet er sich dann aber. Renates Mutter Irma S. kommt wenig später zum Haus der Familie im Akazienweg. Sie beschließt dann relativ schnell zu Bett zu gehen. Gegen 22.30 Uhr halten sich nur noch ein paar Freunde von Renate im Garten auf. Die anderen sind nach Hause gegangen. Aktenzeichen XY hat eindringlich nachgestellt, wie plötzlich ein fremder junger Mann in dem Garten am Akazienweg auftaucht. Er starrt die jungen Leute kurz an und verschwindet dann wieder. Genauso unvermittelt, wie er gekommen ist. Was ist denn das für ein Typ? Der hat wohl eine Macke. Du, vielleicht hat er sich bloß in der Tür geirrt. Was zunächst niemand merkt, der Unbekannte dringt kurz darauf ins unverschlossene Haus von Familie S. ein. Dort brachte er zunächst Irma S. in seine Gewalt, fesselte sie ans Bett und ermordete sie im Zustand sexueller Erregung, wie es später hieß, mit mehreren Messerstichen. Auch Renate S., die zwischenzeitlich ihre Freunde verabschiedet hat und ins Haus gegangen ist, befindet sich nun in großer Gefahr. Sie flüchtet vor dem Mann ins Freie. Einige Minuten später machen Nachbarn eine seltsame Beobachtung. Nein! Die Frau am Fenster kann nicht genau erkennen, ob die beiden jungen Leute auf der Straße nur herumalbern oder aber miteinander kämpfen. Renate trägt zu dieser Zeit ein langes, helles Nachthemd. In den nächsten Augenblicken machen verschiedene Zeugen rund um den Akazienweg mehrere bruchstückhafte und zum Teil verdächtige Beobachtungen. Mama! Das Gesamtbild, das die Polizei später daraus zusammenfügt, ergibt, dass in dieser Nacht ein dramatischer und verhängnisvoller Wettlauf rund um den Häuserblock am Akazienweg stattgefunden haben muss. Dass die Anwohner nicht die Polizei verständigt haben, wundert den Kriminalitätsexperten. Einer der bedrückendsten Aspekte in diesem Fall ist sicher, dass es zwar Zeugen gab, die diese Auseinandersetzung zwischen Renate S. und ihrem späteren Mörder mitbekommen haben. Aber sie ist wohl offensichtlich komplett falsch eingeschätzt worden, vielleicht als Rauferei. Tatsache ist, es ist ein ruhiges Wohnviertel in einer sehr, sehr warmen Sommernacht. Die Menschen schliefen bei offenem Fenster. Renate S. hat sich sicher verzweifelt gegen ihren Mörder gewehrt und doch hat niemand die Polizei verständigt. Das macht einen schon ein bisschen fassungslos. So hält niemand den Täter auf. Nach dem Mord an Irma S. will er nun auch ihre Tochter töten. Deshalb dringt er noch einmal durch die offene Tür ins Haus von Familie S. ein, wo er wieder auf Renate trifft. Dort ersticht er nun auch die 17-Jährige. Gerade einmal eine halbe Stunde nach dem Doppelmord kehrt Renates Bruder nach Hause zurück. Nichts deutet für ihn auf das grausame Verbrechen hin. So findet er erst am nächsten Morgen die beiden Toten im Schlafzimmer seiner Mutter. Die schreckliche Tat im Akazienweg spricht sich sehr schnell in der Stadt herum. Peter Hertel wohnte in der Nähe. Er erinnert sich auch mehr als 40 Jahre danach noch gut an die große Aufregung damals in Offenburg. Ich war im ungefähren Alter von Renate S. damals. Und es war für uns ein Schock, wo wir diese Geschichte gehört haben, diesen Mord. Vor allen Dingen, weil es in Umgebung war von unserem Badesee hinter mir, von dem Giffizsee, den wir über Sommer fast tagtäglich immer besucht haben mit unserer Clique. Und dann das in näherer Umgebung mitzuerleben und mitzusehen, war natürlich schlimm für uns über Wochen hinweg. Die Offenburger Polizei steht aufgrund der stark beunruhigten Bevölkerung unter großem Druck.
die Kripo Offenburg betrieb einen sehr großen Aufwand, um dem Täter habhaft zu werden. Es wurde eine 30-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Zum ersten Mal in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte wurde ein vierfarbiges Fahndungsplakat veröffentlicht. Die Kleidung, die der Täter mutmaßlich getragen hatte, wurde wochenlang in einem Offenburger Kaufhaus aufgestellt. So erhoffte sich die Kripo Hinweise der Bevölkerung. Trotz der mehr als 1000 Spuren kann die Polizei zunächst keinen Täter festnehmen. So wendet sie sich an die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst mit Eduard Zimmermann. Der am 28. Januar 1977 ausgestrahlte Beitrag bleibt den Zuschauern im Gedächtnis haften. Wir haben Ihnen in unserem Filmbericht von der Tat selbst mit Absicht nichts gezeigt, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich dieses grauenvolle Sortiment von verbogenen Gabeln und Messern anschauen, dann wissen Sie warum. Aus Zuschauersicht macht es das Ganze eigentlich nur noch schlimmer, weil in dem Moment beginnt man sich diese Sachen vorzustellen, die eigene Fantasie wird aktiviert. In der XY-Sendung werden auch die Frisur des Täters sowie seine Kleidung thematisiert. Am Hemd des Mörders müssen zwei Knöpfe fehlen. Diese wurden am Tatort gefunden. Das einzige Mordwerkzeug, das der Mann mit ins Haus brachte, ist ein solches Messer mit blauem Griff. Die Hoffnung, den grausamen Doppelmord von Offenburg mit Hilfe der Fernsehfahndung zu lösen, erfüllt sich zunächst nicht. Die Wirkung der Ausstrahlung in Aktenzeichen XY ist ein bisschen paradox, weil einerseits hat sich dieser Filmbeitrag wirklich bei zahlreichen Zuschauern für immer eingebrannt. Andererseits war das Hinweisaufkommen eher gering. Also rund 20 Hinweise gingen am Sendeabend selbst ein. Es folgten natürlich noch weitere in den nächsten Tagen und Wochen. Eine heiße Spur war aber letztendlich nicht dabei. 3 Monate nach der XY-Sendung, dann aber doch der Durchbruch. Zum Erfolg führte letztendlich die Spurnummer 1258. Ein Mann meldete sich bei der Polizei, Familienvater. Der hatte vor geraumer Zeit einen Anhalter mitgenommen. Es entstand daraufhin eine engere Beziehung zwischen seiner Familie und diesem jungen Mann. Sie besuchten sogar gemeinsam Gottesdienste. Nach einem dieser Gottesdienste hat sich der junge Mann diesem Familienvater anvertraut, hat ihm den Mord an Irma und Renate S. gestanden. Der Mann wandte sich daraufhin an die Polizei, der es dann gelang, den jungen Mann festzunehmen. In der Bevölkerung herrscht nach der Nachricht von der Verhaftung des Doppelmörders großes Aufatmen. Es war für uns natürlich eine immense Erleichterung, nachdem wir über die Medien erfahren haben, dass der Täter gefasst wurde. Aber umso schlimmer war es auch, dass wir mitgeteilt bekamen, dass dieser Täter aus unserer näheren Umgebung kam, nämlich direkt vom Nachbardorf, das nur ein paar Kilometer von uns entfernt ist und sogar er häufiger eine Diskothek besucht hat in diesem Dorf, die auch wir gekannt haben und auch in der wir regelmäßig verkehrt waren. Was brachte den Täter zu diesem grausamen Verbrechen? Der junge Mann hatte Renate S. einige Stunden vor der Tat am benachbarten Giffizsee angesprochen. Doch sie wies ihn freundlich ab. Wenig später legte er sich in der Nähe des Hauses am Akazienweg auf die Lauer, ehe er die Morde beging. Der junge Mann, der zum Tatzeitpunkt 21 Jahre alt war, wurde letztendlich zu 15 Jahren Haft und zur Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt. Er hat diese Haftstrafe abgesessen und befindet sich heute wieder auf freiem Fuß. Was bleibt, ist das Entsetzen über einen der schrecklichsten Mordfälle in der Geschichte von Aktenzeichen XY ungelöst.